Hi Leute und herzlich willkommen zurück zur wahrscheinlich eventuell letzten Folge der FIFA 16 Trainerkarriere hier bei mir auf meinem Kanal beim 1. FC Kaiserslautern. Wir sind Tabellendritter. Düsseldorf ist Zweiter. Ja? Und uns fehlt ein Punkt. Das heißt, wir müssen gewinnen. Ja? Und Düsseldorf sollte verlieren. Ja? Wir spielen zu Hause gegen Freiburg am letzten Spieltag, ja, und ich möchte eigentlich, nein, nicht die defensive Rolle spielen, wie, warte, ah ja, hier, so, ich möchte mit dieser Mannschaft auflaufen, und zwar möchte ich echt das Beste bringen, was wir haben. Jensen beginnt für Burgstaller, Alex Ring, Mahmoud Dahoud bleibt drin. Wir gucken, was wir machen. Wir gucken echt, was wir machen. Finne. Finne kommt auf jeden Fall rein für Cibilko. Lozano bleibt drin. So, dann müssen wir gucken. Löwe für Ebner, weil die anderen sind immer noch in unbestechender Form, sage ich mal. Ja. Mockenhaupt rein für Christensen, auch wenn der Mockenhaupt ein bisschen schlechter ist als der Christensen. Und Tim Heubach noch für Stipe Wutschur. So, wir nehmen aber den Christensen auf jeden Fall mit. Auf die Bank für den Maurice Deville. Ansonsten müsste das, glaube ich, alles passen. Ja? So, wir lassen das so, ja, lassen es noch einmal speichern und auf geht's, Freunde. Letzter Spieltag gegen den SC Freiburg. Die Freiburger werden in Weiß antreten, Lautern wie immer in Rot. Wir spielen in der Standardaufstellung und los geht's. Mal schauen, ob wir es tatsächlich schaffen, aus eigener Kraft direkt aufzusteigen oder ob wir in die Relegation müssen. Und da ist es. Herzlich willkommen auf dem Betzenberg. Letzter Bundesligaspieltag. Es regnet in Kaiserslautern, wenn der FCK den Sportclub aus Freiburg empfängt zum 34. Spieltag. Die englischen Kommentatoren Martin Tyler und Alan Smith, aber nicht für euch, weil ich bin für euch der Thorsten am Mikrofon und am Controller. Da seht ihr nochmal die Tabelle. Ja? Ein Punkt trennt uns vom direkten Aufstieg. Da kommen die Freiburger. Pedersen, Philipp, Grifo sehen wir da. Ja? Und da kommen die Lautra. Ja? Und immer noch im Fokus Marius Müller, der eventuell unseren Verein verlassen möchte, was er ja auch schon getan hat. Ihr wisst, die zweite Liga hat wieder angefangen. Lautern das erste Spiel verloren gegen Hannover 4:0 und gestern im zweiten Spiel, bei mir gestern, da seht ihr die Startelf: Müller, Zimmer, Heubach, Mockenhaupt, Löwe, Dahoud, Ring, Ward-Prowse, Jensen, Finne und Lozano. Ja, und am Sonntag im zweiten Spiel 1:1 gespielt, auswärts in Würzburg. Kann natürlich nicht der Anspruch eines Aufstiegsaspiranten sein, wenn man in Würzburg nur 1:1 spielt. Da steht in den Sportclub: Schwolow im Tor, Kübler, Kempf, Torion, Günther, Abrashi, Höfler, Grifo, Mike Franz, Maximilian Philipp und Nils Pedersen vorne drin. Ja. Der gute alte Marc Torion, natürlich auch ein lauter Bekannter, ist ja von Kaiserslautern gewechselt, der Abwehrchef der Spanier nach Freiburg. So, und da geht's los, Freiburg Anstoß, letztes Spiel, gucken wir mal, Höfler. Wir spielen direkt offensiv und gehen auf hoher Druck und spielen Presse. Müller. Franz, Mike Franz. Müller. Ja, da soll da mal einer hingehen. Ne? Der Ball geht uns aus. Das gibt Einwurf. Also die Freiburger natürlich bestrebt, uns hier in unseren Aufstiegsträumen ein bisschen
Mahmut Dahoud. Pass kommt im richtigen Moment. Also die Freiburger bestrebt uns hier ein bisschen in unseren Aufstiegsträumen zu bremsen. Und Jensen kann den Ball behaupten und bringt die Flanke. Die geht sehr weit und Schwolow kommt aber da nicht dran. Aber Grifo kann sich den Ball am Ende, am anderen Ende des Spielfeldes wieder herunterpflücken. Günther. Kämpf. Petersen. Höfler. Ward-Prowse gegen Grifo kann sich den Ball zwar organisieren, aber gibt trotzdem Einwurf für den SC Freiburg. Für den Sportclub. Petersen und Jensen. Abraschi. Mike Franz. Tim Heubach. Kübler. Grifo. Müller faustet den Ball aber nur weg zum Eckball. Warum? Keine Ahnung. Hätte er eigentlich auch fangen können. Heftiger Regen in Lautern, aber das ist uns egal. Die Lauterer sind ja eine Regenmannschaft. Fritz Walter Wetter, wie man bei uns sagt, der Hut auf der Linie geklärt. Höfler, Torion, Petersen. Lauter steht tief, ist nicht gut, gefällt mir gar nicht. Grifo schon wieder vor Jensen da, bevor Jensen den Pass ausführen konnte. Da ist aber wieder Jensen. So, jetzt kommt der Pass im richtigen Moment. Ring gegen Kübler. Lässt sich da ein bisschen vernaschen. Und die Freiburger im Mittelfeld wieder im Ballbesitz mit Abraschi. Grifo. Und Tim Heubach stand da irgendwie im Weg, deswegen gibt es wohl Eckball. Gibt wohl Eckball für den Sportclub. Und dann gucken wir mal, was sie da draus machen. Jensen. Lozano. Ah, nein. Der wäre so schön gewesen. Aber Günther hatte da den Fuß dazwischen. Müller kann da gerade noch mal klären. Nach diesem Pfostenschuss. Und da ist jetzt James Ward-Prowse. Ward-Prowse. Ward-Prowse kann sich gegen Abraschi durchsetzen. Kann den Pass aufbringen auf Mahmut Dahoud. Ah! Aber Dahoud kann gegen Marc Torion nicht bestehen da hinten im Angriff. Aber Mahmut Dahoud und dagegen Grifo im zweiten Nachfassen nicht erfolgreich. Dahoud und Ward-Prowse mit Sicherheit zwei Stützen, die wir da geholt haben für den FCK. Genauso wie Christensen in der Abwehr, auch wenn er momentan nicht gut drauf ist. Ring. Ward-Prowse. Wieder Alex Ring. Jetzt müssen wir nach hinten spielen. Macht auch! Und Kämpf mit dem Fuß noch dazwischen. Hier sehen wir Nils Petersen. Eckball für den FCK. James Ward-Prowse bringt die in letzter Zeit ein bisschen zu nah ans Tor, meiner Meinung nach. Deswegen kann Schwolow den einfach so abgreifen. Da hinten ist jetzt Chris Löw, der keine Anspielstation hat, doch jetzt in Sascha Mucken. Mahmut Dahoud. Jean Zimmer. Alex Ring wird da verarscht von Mike Franz, kann ja wohl alles nicht wahr sein. Abraschi. Petersen. Bis jetzt die erste Halbzeit, muss ich sagen, die Freiburger klar besser. Marius Müller. Jensen steht da hinten ziemlich tief, aber was willst du machen? Wenn die Freiburger so hoch stehen, musst du tief stehen, sonst entwickelt sich da, weil da war der Ball viel zu scharf. Der Pass viel zu scharf, als dass James Ward-Prowse den da hätte kontrollieren können. Einwurf für die Freiburger, die natürlich Zeit haben. Und Lautern muss kommen. Lautern muss das Ding hier gewinnen. Um nicht in die Relegation zu müssen. Jean Zimmer. Zimmer bringt die Flanke und da ist es. Irving Lozano. Nee.
Doch, Irving Lozano in der 45. Minute mit einem wunderschönen Kopfball. Das ist 1-0. Ich dachte zuerst, er hätte abgepfiffen. Nee, aber jetzt rastet der Betsy hier aus. Jetzt sind die Lautra am Feiern. Weil man führt jetzt 1-0. Jetzt hätte man gern so die Funktion einer Blitztabelle, nicht wahr? Vielleicht gibt es die ja im neuen FIFA. Vielleicht gibt es die ja im neuen FIFA. Mike Franz. Oh, das gibt aber kein Gelb und kein Frei. Abraschi. Tim Heubach. Und da ist Halbzeit. Halbzeit und der FCK führt 1-0 durch einen wunderschönen Kopfball von Irving Lozano. Die Düsseldorfer führen ebenfalls 1-0 gegen Heidenheim. Das ist gar nicht gut. Leute, das ist echt nicht gut. Es sieht so aus, als sollten wir nicht durchkommen. Jensen hat noch Gelb bekommen, aber ansonsten lassen wir das alles so. Wir drücken auf Spiel fortsetzen. Lautern Anstoß, direkt zweite Hälfte. Weiter geht's, jetzt nachsetzen. Wenn es geht, ein Tor nachlegen und sich nicht aufreiben lassen hier von den Freiburgern. Ruben Jensen. Dann kriegen wir die Gelbe noch nachgeliefert. Alex Ring. Bert Finne. Bert Finne und da ist es! Bert Finne und da ist es. Und er wird gefeiert mit Irving Lozano. Und ihr seht, wie die Lautra Fans ausrasten. 48. Minute 2-0. Wir sind wieder da im Aufstiegsrennen. Aber Heidenheim müsste uns jetzt helfen. Heidenheim müsste uns jetzt helfen und müsste dafür sorgen, dass die Fortuna aus Düsseldorf verliert oder unentschieden spielt. Aber das werden wir sehen. Kübler. Aber jetzt erstmal 2-0 führen, jetzt erstmal Ruhe ins Spiel bringen, vielleicht nochmal nachlegen, weil jetzt scheinen die Freiburger ein wenig geschockt zu sein. Alex Ring mit einem weiten Ball ins Mittelfeld, der aber abgefangen wird von Marc Torreon. Höfler. Grifo da außen. Auf den Außen kann die Flanke bringen, aber kein Problem für Marius Müller, der den Ball abwirft auf Jensen und da wird Jensen und Franz behaken sich da. Jensen muss aufpassen, der hat da schon Gelb. Der hat da schon Gelb, gibt aber Freistoß für den FCK. Höfler jetzt draußen, für ihn Schuster neu ins Spiel bekommen und da ist Alex Ring. Alex Ring, der heute die Kapitänsbinde trägt, weil Daniel Halfan auf der rechten Seite nur auf der Bank sitzt und Günther. Günther haut den Ball da in voller Not, obwohl da überhaupt keiner war, 20 Meter weit über das Tor. So, jetzt Ecke, James Ward-Prowse, diesmal nicht so nah ans Tor gezogen. Und da kommt der Ball nochmal, Ward-Prowse, Ward-Prowse, immer noch Ward-Prowse. Ward-Prowse und Torreon kann sich da gerade noch in den Ball reinwerfen. Grifo. Pedersen. Nils Pedersen. Schuster. Wieder Pedersen, abgefangen von Chris Löw. Schön, zwei Stationen im Mittelfeld gehabt. Bert Finne. Bert Finne auf Alex Ring. Ring. Immer noch Ring. Bring ihn, Junge! Mach da! Günther, Kübler, keine Ahnung, war es jetzt Eckball, war es keiner, völlig egal, auf jeden Fall die Freiburger wieder im Ballbesitz. Meine Güte, ist das spannend hier. Leute, ich habe keinen Bock auf Relegation, ich will aufsteigen. Ich will aufsteigen und Tim Heubach grätscht da den Ball ab, bevor es da irgendwie gefährlich wird. Trotzdem Einwurf für den SC Freiburg und wir gehen mal rein, wir wechseln. Und zwar, Jensen raus, hat viel getan, Burgstaller rein. Halfa rein für Dahoud und Halfa stellen wir auf rechts, Ward-Prowse in die Mitte. Ja, alles soweit gut und vorne lassen wir den Antonio Colak nochmal ran für den Bert Finne. So, dann gehen wir auf Spiel fortsetzen. Günther. Schuster. Kempf. Sehr schöne Abwehrarbeit, Chris Löw. Alex Ring. Irving Lozano. Irving Lozano, der Mexikaner. Der Mexikaner schießt vorbei.
hätte die Chance gehabt, hier alles klar zu machen. So, jetzt kommt der Dreifachwechsel in der 72. Minute. Abstoß von Schwolo vom Tor des SC Freiburg. Nachdem Lozano das Ding da einfach so am Tor hat vorbeikullern lassen, hätte ja schon alles klar machen können mit dem 3-0. Aber jetzt die Freiburger wieder mit Abraschi und Kübler. Kübler gestoppt von Alex Ring. Zum Einwurf Daly. Kübler. Immer noch Kübler. Und da macht Grifo den Anschluss. 2-1, 75. Minute. Schön rausgespielt. Keine Chance hier für die Lauterer Abwehr, hier irgendwas zu machen. Da macht Vincenzo Grifo sein 6. Bundesligator. Erneuter Anstoß FCK. Die neuen Mannen jetzt auch neu im Spiel. Alex Ring. Das Ganze ein bisschen langsamer angehen lassen. Guido Burgstall. Chris Löwe. Chris Löwe bringt die Flanke. Da ist Czolak, der den aber nur kurz abtropfen lässt, weil er wusste, dass Lozano dahinter ihm steht. Ward-Prowse. Ward-Prowse. Immer noch James Ward-Prowse. Und da kann Schwolow, ist da zwar rechtzeitig unten, aber kann den nur abtropfen lassen. Und Ward-Prowse denkt sich selbst, Alter, was war das für ein blöder Schuss. So, Ecke erneut ausgeführt, Ward-Prowse. Daniel Halfer. James Ward-Prowse. Wird da abgefangen von Schuster. Also dem Ward-Prowse gelingt heute nicht so viel. Mockenhaupt, Halfer. Schön gemacht, Ball behauptet. Alex Ring. Alex Ring. Und da kann er sich fast durchsetzen gegen 4 Mann. Aber da kommt Marc Torreón todesmutig und wirft sich in den Ball. Einwurf FCK ausgeführt. Antonio Mirko Czolak. Auf Daniel Halfer. Der auf Alex Ring. Immer noch Alex Ring. Spielt sich da vorbei an der Abwehr, wollte den Ball noch nach unten legen, aber Kübler war da einen Schritt schneller als der Nachrückende. Kämpf und Heubach kämpft ihm den Ball ab. Aber Fehlpass auf Kübler. Kübler, Kleindienst. Und da ist Grifo mit dem 2-2. 2-2, 88. Minute. Ich dachte, der Ball war vorher aus, die Abwehr wahrscheinlich auch. Vincenzo Grifo macht eine Minute vor Schluss hier das 2-2. Den Ausgleich. Jetzt gibt es Freistoß. Freistoß für den FCK. Jetzt müssen wir aber hier was tun. Freistoß, Alex Ring, der bringt die Flanke. Flanke landet bei Abraschi. Da ist James Ward-Prowse. Ward-Prowse verliert den Ball an Schuster. Nochmal Abraschi. Jetzt wird es hier nochmal spannend. Der FCK probiert jetzt, glaube ich, alles nochmal. Czolak. Kann Czolak uns noch retten? Ball auf jeden Fall im Aus. 3 Minuten Nachspielzeit und es gibt tatsächlich Eckball. Eckball. Nochmal James Ward-Prowse. Und das war's. Das war's. 2-2. Wir holen nur einen Punkt. Wir steigen nicht direkt auf. Wir spielen am 34. Spieltag nur 2-2 zu Hause gegen den SC Freiburg. Jung, die Spieler und die Fans sind natürlich enttäuscht, dass Vincenzo Grifo in der 89. Minute alle Aufstiegsträume zerstört. Düsseldorf gewinnt auch 2-1 gegen Heidenheim. Das heißt, wir wären eh nicht direkt aufgestiegen. Von daher ist es nicht schlimm. Das heißt, wir sehen uns, glaube ich, wieder. Und zwar spielen wir gegen den ersten FC Köln, Leute. Und ich verabschiede mich und sage, macht's gut, Leute. Tschüss, bis